Für die AfD hat sich Herr Richter zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist sehr erfreulich, dass wir noch einmal in eine zweite Runde gehen, in eine Diskussion, in der man sich ein wenig über das austauschen kann, was gesagt wurde. Nach links außen sage ich, Sie fanden es so entsetzlich, was in Berlin geschehen ist. Ich war nicht dort, ich habe aber überwiegend friedliche Bilder gesehen. Die überwiegenden Menschen, die dort demonstriert haben, waren friedlich. Worauf Sie einen Fokus legen, das war nicht friedlich. Und wissen Sie, ich sage Ihnen einmal ganz deutlich, wenn ich die Bilder aus Berlin sehe, und Sie schauen mich so ganz erschrocken an, und ich sehe die Bilder aus Hamburg, wo die Linken demonstriert haben, glaube ich, erkennt man einen Unterschied, wie es ist, wenn Ihre Leute in irgendeiner Form mal unterwegs sind. Und ich sage Ihnen auch, weil Sie mich wieder so anschauen, als wären wir die Gewalttäter, bei unseren Veranstaltungen, wie Anfang des Jahres, können Sie direkt vor der Veranstaltung stehen, ohne dass Sie jemand wegjagt oder dass Sie jemand beschimpft. Sie können dort stehen. Sie haben dort gestanden, direkt bei unserem Neujahrsempfang in Kassel-Land. Kein Problem. Jetzt frage ich jeden hier im Saal, was geschieht, wenn sich unser BGF oder ich bei einer Veranstaltung der Linken vorne hinstellt und klar erkennbar ist. Ich glaube, der Unterschied kann krasser nicht sein. Unser einer wird dort gar nicht stehen bleiben dürfen. Das ist das Problem, und das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Wir sind die Demokraten. Entschuldigung, mir müssen Sie nichts erzählen. Auf mein Haus gab es jetzt einen Anschlag. Wir sind die Demokraten, und Sie sind diejenigen, die andere unterdrücken wollen. Kommen wir zurück zu Covid. Kommen wir zurück zu dem, was der Herr Ministerpräsident gesagt hat. Aber das muss auch einmal gesagt werden. Diese Empörung von der linken Seite immer, die sich als die Guten darstellen, Sie sind nicht die Guten. Sie sind die Schlechten in diesem Land. Sie sind nicht die Guten. Kommen wir zu dem, was der Herr Ministerpräsident gesagt hat. Herr Ministerpräsident, Sie haben recht, es betrifft alle Gesellschaftsschichten. Und gerade weil es alle Gesellschaftsschichten betrifft, muss man es breit diskutieren. Was sehen wir aber im Fernsehen? Wir sehen im Fernsehen immer die gleiche Riege an Wissenschaftlern, immer wieder die gleichen. Ich glaube, der Herr Lauterbach, der hat schon einen Vertrag mit dem Herrn Lanz. Ja, die kennen sich schon gegenseitig, wenn sie nur aneinander vorbeigehen am Geruch. Seien Sie mir nicht so böse. Ich sage das ja extra mit dem, was der Herr Lauterbach gesagt hat. Seien Sie mir nicht böse. Ich will ja nicht so weit sagen, dass die aneinander schnüffeln, aber es ist doch so. Dann müssen Sie einmal die Zeitung lesen, was der Herr Lauterbach zuletzt gesagt hat. Dann werden Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Nicht ich, Herr Lauterbach. Es geht doch weiter. Ja, wenn Sie mich lassen, gerne. Es geht doch weiter, dass es immer die gleichen Experten sind. Ich bitte bei aller Aufgeregtheit um etwas mehr Ruhe hier im Saal. Es sind keine unterschiedlichen Experten, die hier gehört werden. Es findet keine kontroverse Diskussion statt. Und dadurch haben Sie auch keine Akzeptanz in der Bevölkerung. Das habe ich schon am Anfang gesagt, in der breiten Bevölkerung. Sie haben nur dort Akzeptanz in der Bevölkerung, die sich einseitig informieren und die auch nur einseitig informiert werden. Und genau das ist das Ziel von Ihnen. Von Ihnen das Ziel ist, über die öffentlich-rechtlichen Medien einen einseitigen Kurs zu fahren, den Sie uns hier verkaufen. Die Bürger lesen, sehen nichts anderes, und die Bürger, die sich aufklären, wehren sich. Denn das sind dann die Demonstranten. Das ist Pressefreiheit. Das ist Pressefreiheit. Aber ich darf ja die Presse auch kritisieren. Herr Bellino, ich darf es kritisieren. Also, lassen Sie unterschiedliche Meinungen unbedingt zu. Warum sind die Zahlen so niedrig, die wir in Hessen haben? Darüber muss man ernsthaft diskutieren. Warum sind die Zahlen in anderen Ländern anders als bei uns in Deutschland? Darüber wird wissenschaftlich geforscht. Da gibt es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, und da sind die Damen und Herren sich nicht einig. Dass die Zahlen so niedrig sind, wie sie jetzt sind, und das ist der entscheidende Punkt. Da müssen wir wirklich einmal rangehen, zu schauen, kommt das durch die Maßnahmen oder wären sie auch so niedrig, wenn wir die Maßnahmen nicht hätten? Diese Diskussion muss geführt werden. Sie muss mit Wissenschaftlern geführt werden. Und dazu brauchen wir statistische Erhebungen, die nicht geschehen. Wir brauchen ein Vielfaches an Obduktionen. Wir brauchen eine Vielfache an Obduktionen, um festzustellen, wie weit sich mittelständische und längerfristige Erkrankungen bei Covid auswirken. Auch das wissen wir bis heute noch nicht.
Welchen Umfang haben diese mittelfristigen und längerfristigen Erkrankungen, die Menschen haben, die entzündlichen Vorgänge im Körper? Wir wissen es nicht. Das muss alles erforscht werden. Und dann können wir über diese Thematik weitaus breiter diskutieren. Wir können über die Maßnahmen diskutieren. Und die Menschen werden dann auch mitmachen, wenn sie Maßnahmen einsehen. Aber falsche Maßnahmen. Entschuldigung, diese Masken, die Sie hier tragen, das ist doch ein Modeaccessoire. Das ist doch kein Schutz. Das ist doch lächerlich. Damit machen Sie Ihre eigene Bewegung lächerlich. Und dann haben Sie die Gefahr, dass die Menschen es irgendwann nicht mehr anerkennen. Und wenn die Menschen ihre Maßnahmen nicht mehr anerkennen, dann passiert genau das, was Sie verhindern wollten. Dann gibt es einen zweiten Lockdown eventuell. Und den wollen wir alle nicht. Wenn hier gesagt wird, wir hätten einen Aluhut, und damit komme ich zum Ende, sage ich ganz deutlich, den haben wir nicht. Wir sind die Einzigen, die vernünftig diskutieren. Die Verschwörungstheoretiker sitzen auf einer ganz anderen Ebene. Denn die sitzen dort, wo andere Meinungen nicht zugelassen werden. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Faeser das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Richter, Sie haben es jetzt wirklich in 5 Minuten, glaube ich, geschafft, all das, was Sie gegen die Gesellschaft einzuwenden haben, hier noch einmal in Worte zu packen, was ich wirklich unverantwortlich finde. Sie haben gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der unabhängig ist, der die Aufgabe hat, unseren Staat insofern mitzuschützen, weil er für die Pressefreiheit steht. Dagegen, ja genau, Sie haben das kritisiert zum wiederholten Male. Und Herr Richter, das lassen wir hier nicht zu. Wir verteidigen. Ich bitte um etwas mehr Ruhe hier im Saal. Nee. Nein. Das wird nicht mit zweierlei Maß gemessen. Das müssen Sie auch nicht immer wieder versuchen, hier darzustellen. Sondern wir verteidigen die Grundwerte unseres Grundgesetzes. Und Sie verstoßen immer wieder dagegen und nehmen sich Grenzüberschreitungen. Und deswegen bin ich sehr bei Frau Wissler. Das, was wir da am Samstag auf der Straße gesehen haben, war furchtbar und waren Bilder, wo wir persönlich alle für arbeiten werden, dass diese Reichsflaggen nie wieder vor dem Bundestag stehen werden in dieser Bundesrepublik, meine Damen und Herren. Aber ich hatte mich gemeldet, um auf den Ministerpräsidenten noch einmal zu reagieren. Und ich bin dem Ministerpräsidenten über eins dankbar. Ich finde, dass Sie hier wesentlich differenzierter geredet haben als vorher die Rednerinnen und Redner von CDU und Grünen. Das ist schon einmal gut. Aber, und wir stimmen ja durchaus überein, das klare Ziel eint uns ja zu sagen, dass wir für den Schutz der Menschen Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist auch richtig. Und niemand kritisiert auch diese Landesregierung nicht dafür, dass man am Anfang der Pandemie zunächst dachte, man muss die Schulen schließen, dann kam es doch zur Schulschließung. Ich wäre die Letzte, die das kritisiert, weil in der Tat eine Pandemie dieser Größenordnung und die solche ein Virus hatten wir noch nie. Und da kann man über solche, das finde ich, auch nicht kritisieren, dass man von Wissenschaftlern Dinge gesagt bekommt, die man zunächst verfolgt, dann sagen Wissenschaftler etwas anderes, dem kann man dann auch nachgehen. Was wir aber kritisieren, und diesen Punkt, da erwarte ich schon etwas mehr Selbstkritik, dass Sie nicht, als der Lockdown kam, runtergefahren wurde, sich gleich auf den Weg gemacht haben, das ist nämlich Ihr Job als Landesregierung, gerade im Bildungsbereich, im frühkindlichen Bildungsbereich und bei der Bildung an der Schule, sich auf den Weg gemacht haben, die unterschiedlichen Szenarien und denkbaren Möglichkeiten, was denn passiert, wenn Schulen und Kitas wieder öffnen, was dann an Maßnahmen gemacht wird. Und das haben Sie nicht getan. Sie waren nicht vorbereitet. Sie haben die Zeit des Lockdowns überhaupt nicht genutzt, meine Damen und Herren. Und es stimmt natürlich, und ich will das im Kita-Bereich noch einmal sagen, als die Kitas wieder geöffnet haben, gab es keinen Plan, wie
damit umgegangen werden soll, was für Vorgaben den Kitas auch gemacht wurde. In anderen Bundesländern gab es da längst runde Tische, die sich darüber verständigt haben, wie man miteinander umgeht und wie die Träger vor Ort auch eine klare Maßgabe haben und eben nicht wie hier in Hessen freitags nachmittags die Hygienehinweise für montags bekommen haben. Das ist der Part, und da erwarten wir mehr Selbstkritik, meine Damen und Herren. Und das Gleiche gilt für die Schulen. Das Gleiche gilt für die Schulen, Herr Pentz, und da will ich Sie einmal ansprechen. Ich hatte die Erwartungshaltung, dass über die Ferien ein solcher Stufenplan, wie er jetzt gemacht wird, schon zu Schulbeginn vorliegt, meine Damen und Herren. Das wäre Ihr Job gewesen. Und da erwarte ich etwas mehr Selbstkritik, auch Herr Ministerpräsident, in der Frage, wie man in einer Krise agiert und wie man damit umgeht. Und der dritte Punkt ist, und der liegt uns allen sehr am Herzen, und auch da erwarte ich von Ihnen, dass wir vielleicht auch mehr miteinander, wäre auch schön, wenn das vielleicht in Ihrer Gedankenwelt wieder vorkommt, dass man zu Beginn der Krise ja mit der Opposition vieles auf den Weg gebracht hat, das ist Ihnen ja mittlerweile egal, das ist der Bereich der Testung. Das Testen muss einfach nach oben geführt werden. Gerade in den alten Pflegeeinrichtungen wäre ein massenhaftes Testen richtig, um die älteren Menschen zu schützen, um diejenigen zu schützen, die Vorerkrankungen haben. Und auch da einen gemeinsamen Weg möglicherweise zu finden, wie man das besser machen kann, dafür reichen wir Ihnen die Hand, aber hier so völlig ohne Selbstkritik zu stehen. Die Rednerinnen und Redner von CDU und Grüne, alles ist super, das ist die beste Landesregierung der Welt. Das ist völlig unangemessen, gerade in Krisenzeiten erwarten wir etwas differenzierte Betrachtungsweise. Und wir erwarten aber auch, dass sie ihren Job machen. Und da ist im Kita-Bereich, im Schulbereich und in der Gesundheitsversorgung, gerade beim Testen, noch viel Luft nach oben, meine Damen und Herren. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Rock das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es war gut, dass der Ministerpräsident ans Mikrofon getreten ist und einen ganz anderen Ton angeschlagen hat, wie wir das aus den Fraktionen von Grünen und CDU erlebt haben. Einen versöhnlicheren Ton, einen selbstkritischen Ton, auch so ein bisschen natürlich sich selbst noch einmal darstellenden Ton. Alles wunderbar. Das kann man machen, war auch wohltuend. Und es wäre ein guter Ansatz, mal wieder auf eine Kultur zurückzukommen, die wir am Anfang der Krise hatten, die man als Opposition als sehr positiv empfunden hat, die einen motiviert hat, 2 Milliarden € innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung zu stellen, gemeinsam in dieser Krise Schulter an Schulter den Menschen das Signal zu geben, wir bewältigen das, auf diesen Kurs zurückzukommen. Wenn das sozusagen so ein Auftakt war für eine erneute Aufnahme einer vernünftigen Kommunikation zwischen Regierungsmehrheit und Opposition, dann wäre das schön. Dazu gehört aber noch einmal eine ausgestreckte Hand. Die hätte ich mir am Ende Ihrer Rede gewünscht, dass wir auf so etwas zurückkehren können. Diese ausgestreckte Hand, die bedeutet, dass man die Opposition informiert, dass man sie anhört, dass man auf Argumente hört und nicht glaubt, dass eine Regierung ganz allein in so einer herausfordernden Krise genau weiß, unser Kurs stimmt, unser Kurs ist selbstverständlich richtig und unser Kurs wird jetzt durchgezogen. Wenn das so ein kleiner Auftakt war, Herr Ministerpräsident, Ihren Kurs, den ja am Anfang der Krise von der Regierungsmehrheit auch vertreten worden, auf den zurückzukommen, Wunden versuchen zu schließen, die Sie vorsätzlich geschlagen haben mit der Frage der Zweidrittelmehrheit, mit der Frage der Verletzung der Schuldenbremse. Herr Kaufmann, Sie lachen. Das ärgert mich wirklich unfassbar. Wir haben ein Gesetz beschlossen. CDU und FDP hat ein Gesetz beschlossen im Hessischen Landtag, dass 2020 die Schuldenbremse in Kraft tritt. Das haben Sie in zig Wahlen propagiert. Da stehen heute noch die Flyer in Ihrem Fraktionsgang, die das bewerben. Sie haben sich dafür gelobt. Herr Thomas Schäfer hat sich jahrelang gelobt für diese Schuldenbremse. Die ist 2020 in Kraft getreten, und Sie haben sie 2020 abgeschafft. Das ist die politische Realität dieses Landes. Wortbruch und Umfallen.
Von daher würde ich mir schon wünschen, Herr Ministerpräsident, wir als Freie Demokraten sind bereit, ein Stück weit, wenn Sie auf uns zugehen, auch wieder bereit zu sein, in dieser Krise zusammenzuarbeiten. Sie müssen uns einbinden. Sie müssen uns mitnehmen und Sie müssen uns informieren. Das haben Sie eingestellt. Am Anfang der Krise gab es das. Dann mussten wir immer nachfragen. Und irgendwann wurden die Informationen immer spärlicher, und dann ist es einfach weg gewesen. Es gab Zusagen, uns zu informieren jeden Dienstag. Es gab Erklärungen, was wir in der Opposition alles gemeinsam, alles weg. Und Herr Ministerpräsident, wenn Sie sich einbringen in die Debatte, dann bitte in der Art und Weise nicht wie Ihre Fraktion, sondern wie es einem Ministerpräsident gebührt in einem Bundesland, in dem Sie schon sehr lange politische Erfahrung haben, wo Menschen Ihnen auch zutrauen, dass Sie das können, dann ist es Ihre Pflicht auch, diesen Schritt auf die Opposition zuzugehen. Jedenfalls, das ist meine Meinung. Und wenn der Ministerpräsident des Landes Hessen im Hessischen Landtag zu dem Thema Corona an das Mikrofon tritt, dann würde ich mir zusätzlich wünschen, dass er dann den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Hessens auch einen Ausblick gibt auf die Zukunft. Ein Ausblick, wie denn Hessen ganz konkret aus dieser Krise herauskommen soll. Und das ist eine Anforderung, Herr Ministerpräsident, der müssen Sie jetzt gerecht werden. Viele Menschen in unserem Land, die nicht nur ökonomisch an dieser Krise leiden, andere haben es gesagt, kulturelle Veranstaltungen, Familienfeste, der Besuch seiner Verwandten, all die Dinge, die unsere Gesellschaft massiv über die ökonomischen Fragen hinaus belasten. Für all das brauchen wir jetzt eine Strategie. Und Sie können doch niemanden erklären, mit randvollen Schulbussen junge Menschen in Schulen zu fahren, wo 1.000 oder 1.500 Schüler den ganzen Tag zusammensitzen in engen Räumen ohne Maske und gleichzeitig anderen zu erklären, in einem Raum nebendran, dass es dort nicht mehr möglich ist, sich zu treffen oder sich auszutauschen oder womöglich einer gesellschaftlichen Veranstaltung beizuwohnen. Das ist kommunikationsbedürftig. Das ist einer Strategie bedürftig, dass wir hier Lösungen finden, wie wir zu einer gewissen gesellschaftlichen Normalität zurückkehren. Und Herr Ministerpräsident, ich teile Ihre Aussage nicht, dass wir noch viele Jahre lang in einem solchen Zustand der Krise verweilen würden. Das teile ich auf keinen Fall. Das teilt auch kein Wissenschaftler. Das teilt auch niemand, der jetzt an Impfstoffen arbeitet. Und das teilen auch nicht Mediziner, die jetzt Medikamente entwickeln, um auch Erkrankte in irgendeiner Weise schnell wieder heilen zu können. Alles, was wir hören und sehen, ist ja, dass die Wissenschaft und dass die Pharmaunternehmen, dass die auf einem sehr schnellen und guten Weg sind, um uns medizinisch besser zu versorgen. Und auch diese Leuchtfeuer von positiven Nachrichten, die könnten Sie hier, wenn Sie hier vorne stehen, doch auch mal wenigstens erwähnen, dass wir nicht mehr Menschen an den Intensivbetten haben, dass die Sterblichkeit in unserem Land nicht übermäßig ist, dass wir, obwohl wir mehr Erkrankte haben, dass mehr Erkrankte feststellen, dass das mit mehreren Themen zusammenhängen könnte, dass das nicht sicher ist, dass wir wissen, dass die Pandemie sich auswächst oder ob es vielleicht am Testen liegt oder an der anderen Struktur oder an dem Alter, an der Alterskohorte, die jetzt betroffen sind. Das wissen wir doch alles gar nicht so konkret. Und ich würde Sie wirklich bitten, wenn Sie hier vortreten, den Menschen nicht nur eine Angstbotschaft mitzugeben, sondern auch eine Botschaft der Zuversicht und der Hoffnung, dass wir die gesellschaftliche Öffnung, dass wir die gesellschaftliche Mobilisierung, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder erleben können. Das ist auch Ihre Verantwortung. An der Debatte würden wir uns gerne beteiligen, und da erwarten wir auch Vorschläge von Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rock. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen zu dieser aktuellen Stunde. Doch, Sie haben das Wort, Frau Wissler. Bleiben Sie gleich hier. Ach, das wissen Sie doch alles auswendig. Gell? Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte auch noch einmal etwas zu dieser Frage des klaren Kurses sagen, Herr Ministerpräsident. Und ich finde, natürlich haben Sie recht, dass man nicht zu Beginn einer solchen Krise angesichts eines neuartigen Erregers, angesichts einer Pandemie nicht einfach Segel setzen kann und sagen kann, so fährt man entlang, sondern natürlich muss man ständig neue Erkenntnisse
berücksichtigen. Natürlich muss man auf Sicht fahren. Natürlich muss man Maßnahmen immer wieder neu anpassen. Deswegen ist ja auch der Vorwurf an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sie hätten sich die ganze Zeit geirrt, so absurd Quatsch. Ja, also natürlich, Wissenschaftler, die haben sich nicht geirrt, sondern sie haben neue Erkenntnisse und deswegen haben sie alte Erkenntnisse revidiert. Und wer nicht versteht, dass Wissenschaft daraus besteht, dass Erkenntnisse neu gewonnen werden und deswegen auch alte wieder hinterfragt werden, eben gerade angesichts eines neuartigen Virus, der hat Wissenschaft und Forschung nicht verstanden. Es sind nicht Wissenschaftler, die sich nicht einig sind oder Wissenschaftler, die streiten und dauernd ihre Meinung ändern, sondern sie ändern ihre Erkenntnisse. Und deswegen ist es natürlich auch richtig, dass eine so dynamische Pandemie und ein solches Infektionsgeschehen, dass man da auch ständig Anpassungen vornehmen muss. Soweit sind wir uns einig. Aber ich finde, dass das Problem in vielen Entscheidungen dieser Landesregierung war, dass sie von den Prioritäten her nicht gestimmt haben und dass sie auch nicht zu Ende gedacht haben. Ich will jetzt nur mal sagen, die Frage Kitas und Schulschließung. Ja, es war zu dem Zeitpunkt nach den damaligen Erkenntnissen richtig, die Schulen und die Kitas zu schließen. Es war auch richtig, die Notbetreuung dann sukzessive immer weiter auszuweiten. Aber das Problem war doch, dass sich die Familien vollkommen alleine gelassen gefühlt haben. Weil man eben nicht versucht hat, innerhalb von ein paar Wochen, es war ja wirklich Eltern, die 3 Monate, 4 Monate zu Hause am Stück ihre Kinder betreut haben, neben Berufstätigkeit, neben Homeoffice, die teilweise Urlaub genommen haben, dass man nicht versucht hat, in kleinen Gruppen wenigstens Betreuungsangebote für einmal die Woche, für zweimal die Woche sicherzustellen. Und dann war doch das die Schwierigkeit, dass im Mai, freitags hat die Landesregierung erklärt, wer ab Montag alles wieder arbeiten gehen soll. Das waren diese großen Öffnungsmaßnahmen im Mai. Sie haben aber nicht gesagt, wer die Kinder dieser Menschen betreuen soll, weil die Schulen und die Kitas geschlossen blieben. Und damit haben sie Familien ein riesiges Problem gemacht. Auf einmal musste eben der Kellner und die Verkäuferin im Einzelhandel und die Köchin, die mussten alle wieder arbeiten gehen, weil sie gesagt haben, sehr kurzfristig, es war ja auch für viele Geschäfte, für viele Unternehmen sehr kurzfristig. Ich glaube, es war der Freitag bei dem 1. Mai-Wochenende, die freitags gesagt haben, montags kann das alles wieder öffnen. Ja, das heißt also, da haben Beschäftigte das Wochenende über schon gearbeitet, um die Hygienemaßnahmen und die Vorbereitungen zu treffen. Aber sie hatten montags eben keine offenen Kitas und Schulen und waren ja auch nicht Teil der Notbetreuung, weil sie nicht in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben. Und da sage ich, da stimmt doch die Prioritätensetzung nicht. Sie können auch nicht sagen, alle gehen wieder arbeiten, aber die Kitas und die Schulen bleiben geschlossen. Und wer waren denn die Leidtragenden? Die Leidtragenden waren die Eltern. Und die Leidtragenden waren insbesondere die Frauen. Und da war, das ist halt schon die Stelle, wo ich sage, ja, es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn im Corona-Kabinett vielleicht auch eine einzige Frau vertreten gewesen wäre, die vielleicht auf so einen Aspekt mal aufmerksam gemacht hätte. Und dieses Gefühl, dass man einfach alleine gelassen wird, das hatten ja nicht nur die Eltern und die Schulen und die Kitas, sondern dass die Schulen gesagt haben, wir haben keine ganz klaren Vorgaben, was ja wirklich wochenlang so der Fall war. Die ersten 2 Wochen, die ersten 3 Wochen, die ersten 4 Wochen. Ja, also, aber es ging ja dann wirklich über Wochen, über mehrere Monate dieser Zustand. Die ambulanten Pflegedienste, die gesagt haben, wir haben keine Schutzausrüstung. Und den Zustand, meine Damen und Herren, den haben wir heute noch. Heute noch ist die Situation in Krankenhäusern, ein Mitarbeiter, eine Maske pro Tag. In einer der reichsten Industrienationen der Welt müssen hier Pflegepersonal mit einer Maske pro Tag auskommen in Krankenhäusern. Und da frage ich mich, es kann doch nicht so schwierig sein, in einem Industrieland in all den Monaten Produktion so umzustellen, dass es ausreichend Masken gibt, ausreichend Schutzmaterial gibt, ausreichend Schutzkleidung gibt. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das muss doch zu organisieren sein durch die Bundes- und die Landesregierung. Dann kommen Sie nicht da an, wo Sie hin müssen, Herr Ministerpräsident. Ja, dann kommen Sie dahin nicht an, wo Sie hin müssen. Und das ist doch nach wie vor ein Problem. Und das ist doch jetzt auch bei den Schulen wieder so. Sie waren die ganzen Sommerferien Zeit, sich auf den Schulbeginn vorzubereiten. Und da frage ich schon, warum haben wir keinen wirklich klaren Stufenplan? Wieso haben wir so eine Situation, dass Schülerinnen und Schüler in übervollen Schulbussen zur Schule transportiert werden? Das macht doch die ganzen Maßnahmen, die wir in der Schule haben, die richtig sind, die führen die doch total ad absurdum.
Wieso hat man da nicht versucht? Ich meine, wir haben doch jede Menge Busunternehmen gerade, die keine Reisen anbieten können, weil sie überhaupt keine, weil das Tourismusgeschäft brach liegt. Warum hat man denn da nicht auch versucht, auch von der Landesebene die Kommunen dabei zu unterstützen, dass hier viel mehr Busse eingesetzt werden, dass die Schülerinnen und Schüler eben nicht wie die Ölsardinen da irgendwie im Bus stehen, sondern dass da auch Abstände eingehalten werden können, meine Damen und Herren. Lieber Herr Pentz, ich möchte Sie schon einmal darauf hinweisen, dass in dieser Krise eine ganze Menge Probleme in dieser Krise treten eine ganze Menge Probleme zutage. Herr Kollege Pentz, ich darf Sie bitten, sich etwas mehr zu beherrschen. In dieser Krise treten eine ganze Menge Probleme zutage, die vor dieser Krise schon bekannt waren. Und da müssen wir gar nicht über uns als Linke reden. Da können wir auch z.B. über die Gewerkschaft Verdi reden, die seit Jahren sagt, wir haben einen Pflegenotstand in den Krankenhäusern. Wir haben ein Problem auf den Intensivstationen. Das ist doch kein Thema, was wir seit März haben. Dieses Thema haben wir seit Jahren, dass Pflegekräfte um Hilfe rufen und sagen, wir brauchen Personalmindeststandards, wir brauchen eine Aufwertung des Pflegeberufs. Darüber diskutieren wir doch seit Jahren. Und da können Sie doch nicht sagen, da hat ja keiner vorher vorgewarnt. Wer hat denn seit Jahren diskutieren wir, dass wir zu große Gruppen in den Kitas haben, dass wir zu wenige Erzieherinnen und Erzieher haben. Seit Jahren diskutieren wir, dass Mittelstufenklassen mit 30 Schülerinnen und Schülern vielleicht ein bisschen zu groß besetzt sind. Seit Jahren diskutieren wir über den baulichen Zustand von Schulen, Herr Pentz. Viele Schulen haben ja leider gar kein Waschbecken im Klassenraum oder sonst wie, dass sie die Hygienemaßnahmen umsetzen könnten. Seit Jahren reden wir darüber, dass Schulen saniert werden müssen, dass sich Schulen saniert werden müssen. Sie sagen doch die ganze Zeit, Clara Kurs. Das ist doch der klare Kurs der CDU in den letzten 20 Jahren, dass sie die öffentliche Infrastruktur haben verrotten lassen. Und sich jetzt hinzustellen, zu tun, als sei Hessen super vorbereitet gewesen auf die Krise. Und als hätte ja noch nie jemand gesagt, dass es vielleicht beim Thema Pflege, Kita und Schulen ein bisschen Nachholbedarf gibt, ist ja noch auch etwas absurd, Herr Pentz. Und jetzt noch eins zum Ministerpräsidenten. Sie haben gesagt, ja, Kultur ist systemrelevant. Ich freue mich, dass wir da übereinstimmen. Aber da muss man noch einmal schauen, ob man in den 12 Milliarden Sondervermögen vielleicht auch noch ein bisschen Geld für die Kultur findet. Und wenn nicht, dann muss man eben noch etwas auflegen, dass man es findet. Es geht hier nicht um große Beträge. Es geht hier nicht um die ganz großen Beträge. Aber mit kleineren Beträgen kann man hier wirklich eine Infrastruktur am Leben erhalten. Und ich finde, die kulturelle Vielfalt in Hessen ist es wert, dass wir diese Mittel auch bereitstellen, meine Damen und Herren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Und noch einmal, ich finde, es gibt viele gute und berechtigte Gründe, auch zu demonstrieren und auch seine Forderungen und seine Rechte einzufordern angesichts der Corona-Maßnahme. Wir müssen durch diese Krise durch mit Solidarität und den Menschen die Existenzgrundlage, ihre Existenzgrundlage verlieren. Die brauchen Solidarität und Hilfe aus der Gesellschaft. Die brauchen wir. Die Menschen, die in Berlin mit Reichskriegsflaggen demonstriert haben, denen geht es genau darum nicht. Denen geht es um vollkommen andere Sachen, aber die sorgen sich nicht um die Existenzsorgen von Künstlerinnen und Künstlern, von Reisebüromitarbeitern oder Flughafenbeschäftigten. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Ich habe Ihnen sozusagen als Zusatzleistung noch ein bisschen Pentz-Zeit gegeben. Dispens. So können wir uns auch darauf einigen. Finde ich ein schönes Wortspiel. Jetzt haben wir aber unsere Aktuelle Stunde, die Ziffer Tagesordnungspunkt 72 hatte, endgültig beendet.